So, wir machen erstmal das weg. Die Haare. Ja, so, schicki schicki. Mal gucken wir gleich mal. Oh, Nachrichten. Okay. So, wenn alles gut. Habe mich bei Reinhold und Keiler versucht zu melden, noch kein Rückwand. Okay. Hey. Das hört sich gut an. Okay, da schaue ich dann auch noch mal nach bei den beiden. So, gucken wir gleich noch mal E-Mails. Oder auch nicht. Einen wunderschönen guten Abend. Sag mal, hast du gerade getwittert? Ja. Ja, du solltest vielleicht mal deine Rechtschreibung überdenken. Du hast Kelkamp von sich geschrieben. Oh, verdammt, nee, echt jetzt? Oh, verdammt, kann man das löschen? Nein, nein, nein. Ach, Mann, oh nee. Oh. Oh, verdammt, ich war in Eile. Ich hab mir gerade noch die Boxershorts angezogen. Ja, mach dir einen Vordruck, dass du das nur noch kopieren musst. Okay, das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Oh, das tut mir leid, aber das ist ja, es ist lieb von dir, dass du mich darauf hinweist. Ja, nicht, dass das irgendwie morgen falsch ist. Mehr wollte ich auch gar nicht. Tschüss. Er ist leider am Telefon immer ein bisschen leiser. Steht im Flughafen, keine Ahnung warum, muss letzte Nacht wohl zu viel gewesen. Ach du Scheiße. Du. Mailand. Schick mir mal. Oh, genau. Ich hol dich ab. Du. Suff. Hopp. Ab geht die Lucia. So, wollen wir mal gucken, was bei TJ los ist. Wieso denn? Hab ich. Wo ist er denn hin? Oh, Telefon. Jo, was gibt's? Soll ich jetzt weiter hinterher rennen, oder? Warte mal, wie weiter hinterher rennen? Wo bist denn du? Mein Gott, ey, fährst du einfach vor mir weg. Warte, ich komm dir, bleib am Telefon, ich komm dir entgegengefahren. Wo bist du? Direkt vor dir. Wo denn? Ja, ach, warte, da warst du. Oh mein Gott. Ja, Entschuldigung. Mann. Du sei doch nicht so, du Suffkopf. Was heißt hier Suffkopf? Naja, ach scheiße, schon wieder Telefon, warte kurz. Einen wunderschönen guten Abend. Hi Corbin. Hallo Sarah. Du, ich wollte dich fragen, ob du heute Abend jetzt dann nachher noch kurz mal Zeit hast. Ich müsste was mit dir besprechen. Ja, hab ich. Ja, soll ich dich abholen oder was? Wann hättest du denn Zeit? Ja, jetzt hätte ich Zeit. Könnte ich machen. Ich würde bloß TJ kurz dort absetzen, wo er will. Und dann, also gib mir 5 Minuten. Alles klar, bis gleich. Okay, bis gleich. TJ? Ja? Jetzt erklär mir mal, wie du hierher kommst. Wenn ich das selber wüsste. Da hast du mir doch so viel gesoffen, dass du nicht weißt, wo. Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, was letztens passiert ist. Ich hab dir schon immer gesagt, lass die Finger von den Kurzen. Ja, vielleicht besser so. Und damit meine ich nicht deine Hose. Daran habe ich jetzt auch nicht wirklich gedacht. Nicht? Och, ja, Entschuldigung, nein, nein. Wollte halt mal Spaß machen. Du sag mal, wo soll ich denn dich kurz rauslesen? Ich muss mal kurz hier mit Sarah, die klang gerade ein bisschen ernst am Telefon. Garage beim Würfelpark wäre cool. Okay, warte. Wollen wir aber erst mal tanken.
Was steht denn bei dir heute noch an? Keine Ahnung. Gucken. Wie, was gucken? Frau, ciao. Ja, bin ich dabei. Wann? Ich dachte, du hast keine Zeit. Wie? Nein. Das dauert ja jetzt so keine Ewigkeit, ne? Bist du dir sicher? Also ich bin mir bei euch beiden nicht so sicher. Wie? Warum? Wie meinst denn du das jetzt? Ja, was weiß ich, wenn sie schon sagt, das klang jetzt ernst und so und dann, ne? Wie, meinst du, ich bekomme Probleme? Na, das hoffe ich ja mal nicht. Ja, ich auch nicht. Ich bin nämlich ein ganz netter Kerl. Also richtig zuvorkommend und so. Und ja, das natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Ja, steig ein. Was warst du nochmal? Was hast du immer gesagt? Nee, ich bin schüchtern. Na, nee, das andere. Oh, synchron eingestiegen, Alter. Meine Fresse. Ich wusste schon sehen, immer. Ey, ich wusste schon immer, wir haben 13. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Ja, das ist schön. Ja, da krieg ich gerade Gefühle. Ja, super. Ja, lass dich nicht erwischen. Nein, natürlich nicht. Gut. Na gut. Bring mir was mit, ne? Gut, bis später. Guten Tag. Ein wunderschön. Junge Frau, wollen wir was essen gehen? Ja, das können wir machen. Ja, das ist gut. Das ist immer ein bisschen so als Raten, was ist mit dir los? Bist du joggen gewesen mit den Schuhen oder was? Hä, nee, warum bin ich nicht da? Ja, weiß nicht. Klang so. Nee, alles gut. Hast gut geschlafen? Wie war die Schulung, erzähl mal? Ja, war ganz gut. War ganz gut, klingt relativ nur befriedigend. Naja, das übliche halt Schulungen. Na, okay. Ja, ich hab TJ bloß gerade noch abgeholt. Der hat sich irgendwie gerade beim. Also, der ist beim Flughafen auf einer Parkbank wahrscheinlich erwacht. Oh, hi, wie ist denn das passiert? Ja, wahrscheinlich. Ich hab ihm schon immer gesagt, er soll die Finger von den Kurzen lassen. Wahrscheinlich war da eh noch zu viel. Alles klar. Das kann ja mal passieren. So. Wir wollen nachher nochmal mit den Motorrädern los und vielleicht mal so ein bisschen. Ja. So ein bisschen was? Ja, die Gegend angucken. Also, du verstehst. Du weißt, was ich meine. Muss ja nichts erwähnen, du kennst dich nicht mal daher aus. Ja. Du sag mal, ich hab nochmal in die E-Mails reingeguckt, ich hab da aber jetzt noch keine Antwort wieder, außer von dem Keiler, der soll irgendwie mal anrufen. Genau, der Keiler und der Reinhold, ich hab die beide leider nicht erreicht. Ich hab's am Samstag versucht, beide nicht erreicht, die sind beide noch nicht versichert. Oh, kannst du vorher zur Bank fahren? Ich muss dir unbedingt das Geld noch von den Versicherungen geben. Zur Bank, ja, kann ich machen. Wie, was? Oh, es gibt Geld. Ah, ja, stimmt, hat sie ja geschrieben. Ja. Ja, hab ich mal noch. Hast du vielleicht noch eine Cousine? Nee. Nicht? Nur die eine hier. Verdammt. Weil wenn's. Oder hast du eine Möglichkeit, wie es da vielleicht doch klappen könnte? Darf ich über die Schulter gucken oder soll ich mich rumdrehen? Ja, dreh ich mal weg. Ah, ist ja gut. Dachte so, unter Mitarbeitern kann man sich schon mal über die Schulter gucken. Hm. Nicht. Hätte ja klappen können. Mensch, du hast immer wieder. Scheiße, ich hasse es, wenn du mindestens 20 cm größer bist. Oh, warte. Sag mal, warum steckst du mir einen Dollar zu? Sag mal, bin ich dein Teufel oder was? Sag mal, also das geht. Ich fühle mich gerade echt komisch, ne? Du mir einen Dollar zusteckst. Ja, da ist ein bisschen mehr. Oh, hallo, okay. Wollen wir lass mal nachzählen. Okay. Du, im Übrigen, ne, ich habe letztens mal Rubbellöse geholt. Ja. Hab mal ein bisschen gerubbelt und so. Und? Ich hab, warte, lass mich kurz rechnen. Ich hab $750 gewonnen. Oh. Ich hab das Gefühl, die sind irgendwann, hab ich nur noch Nieten gezogen. Ich hab da immer nicht so viel gekauft mit. Echt? Du, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe die Tara vorhin auch angerufen, mit ihr muss ich nämlich auch was klären, beziehungsweise ihr was erzählen. Die hat mich eben gefragt, ob ich ins Diner komme, habe ich gesagt, ja, wir sind eh auf dem Weg dahin. Wir sind ja eh auf dem Weg. Also aber, nur, dass ja, du was weißt, dass die vielleicht, ja, nicht, damit bin ich doch ganz tief entspannt. Sag mal, was ist los? Das sage ich dir dann im Diner. Reden wir gleich.
Sag mal, was ist denn los mit dir? Du bist ja sonst nicht so wortkarg. Ja, das magst du gleich. Wie ist merke ich gleich. Was mache ich? Ich hab keinen Bock auf irgendwelchen komischen Stress hier oder so, ne? Gibt's nicht. Alles gut. Aha. Ich bin gespannt. Wie kommst du, dass du eigentlich da bist? Also jetzt hier in deiner. Weil ich Hunger hab. Achso. Ich dachte, du hast vielleicht irgendwie, keine Ahnung, bist mit Freunden. Yeah. Jetzt suchst du eine Frage. Sag, warum bist du in deiner? Sarah war zuerst da. Nee, ich hab schon bestellt, ich hab schon bestellt. Ja, ja. Achso. So. Ich bin auch zuerst da. Ja. Was soll's denn für dich sein? Ein Burger-Menü, ein Shake. Haley kommt jetzt dann auch noch fix. Wie weiß? Aber das kannst du doch nicht machen. Und heute Nacht geht der Flieger. Nee. Da eben auch. Das ist ja jetzt, ist ja Plan C jetzt komplett hinfällig bei mir. Was ist Plan C? Na, Plan C ist, guck mal, mit Terra ist Schiff gelaufen, mit Haley ist Schiff gelaufen. Ja, du bist Plan C. Ich bin Plan C, Alter, ne. Na, wie jetzt? Ne, okay, das wäre sowieso schief gelaufen. In welchem Universum denn bitte? Ja, scheiße, aber nee, aber du bist, aber... Ja. Okay, ich mach dich zum Plan A. Bleibst du da? Nein, auf gar keinen Fall. Dann schon dreimal nicht. Aber. Scheiße. Aber warum? Ist was passiert oder was? Ach du, ich war doch jetzt sowieso mit Schulung und so mit allem ständig unterwegs und ich bin sowieso so selten irgendwie hier in der Stadt und hab auch irgendwie nicht so den Anschluss. Und ja, ganz ehrlich, hier in der Stadt sind so viele Sachen passiert mit Entführung und dann hast du mal eine Knarre am Kopf und so und das sind einfach alles Sachen. Das ging ja eigentlich schon am ersten Tag los, ich hätte direkt wieder umdrehen sollen. Ja, also das, aber wo ich damals wieder kam mit der Knarre, ja sorry, es war nur ein Spaß. Ach so, stimmt, du warst ja auch mal dabei. Ja, es tut mir leid, es war ja nicht böse gemeint. Nee, aber ja nicht nur du, dann war das mit Damien und dann war das mit, an meinem ersten Tag bin ich ja schon entführt worden und es ist mir einfach... Ich bin halt so selten eh schon da und wenn ich da bin, dann passieren manchmal solche Dinge und ich habe jetzt relativ sehr kurzfristig wieder eine Wohnung bekommen, die ist jetzt frei geworden in der Nähe, wo ich vorher gewohnt habe in Deutschland und das ist ein Dorf und da fühle ich mich wohl, da ist es ruhig, da ist es aber sicher. Wir können uns ja auch in Palito oder so, können wir uns ja auch ein Haus nehmen oder so, nicht? Nee. Auf dem Acker, bisschen, so bei einem Zwiebelfeld. Nee. Können ja die Zwiebeln zusammenordnen. Corbin, ich habe die Wohnung schon gemietet. Der Flieger geht heute nach. Aber. Drum, also, das mit dem Zweitwagen ist super lieb. Aber ich glaube, der TJ freut sich auch über den. Ja. Aber ich bin ja nicht aus der Welt. Wir haben Handynummern, wir können ja in Kontakt bleiben. Und zum Urlaub kann ich ja auch nochmal vorbeikommen. Also, aber. Wir können ja in Kontakt bleiben, wenn das so eine Frau sagt, weißt du, das heißt so gut wie... Das ist so wie wenn das ein Mann sagt, meinst du? Wenn das ein Mann sagt, ne, dann bleibt er auch in Kontakt. Ja, natürlich. Natürlich. Achso.
Aber wenn das eine Frau sagt, ist das so gut wie, ja gut, 2 Wochen halte ich noch und dann tüdelü. Sag mal, hast du deinen Milchshake bekommen? Ja. Okay. Ja, jetzt halten wir nicht noch vor der Ohren, ne? Es ist so schön schwer genug. Hey, was? Na, dein Arsch. Alter, Corvin. Naja, aber nee, das ist doch, aber... Ist doch nicht dein Ernst jetzt. Ja, doch. Aber ich komme ja wieder zum Urlaub. Hoffe ich. Also, ich bin gespannt, aber was ich so denke, wenn ich in meinem Dorf sitze und alles ist friedlich und ich höre die Vögel zwitschern so. Ja, jetzt wäre so ein Flieger nach Los Santos. Das sind Menschen mit Waffen. Und vielleicht was Menschen mit grünen Klamotten. Vielleicht Bonnies, die einem Kniescheiben wegschießen. Ne, Bonnies gibt's ja nicht mehr. Ja, das sagst du? Ja. Ich habe vor ein paar Wochen, gut, das ist schon eine Weile her, aber vor ein paar Wochen meinte die Amelie, die Bonnie arbeitet jetzt im Unicorn. Was? Ja, die Bonnie. Ach du Scheiß. Aber das so kannst eben. Du doch... Aber Sarah, ich hab... Aber, weißt du, der Laden ist jetzt wieder und alles offen und... Ja. Und du Plan... Aber das machst du mit TJ schon. Und du Plan C, also gefühlt Plan A natürlich, ne, aber... Boah, hör auf mit diesem Plan, das ist ekelhaft. Naja, aber... War das ekelhaft. Okay, das werde ich vermissen. Scheiße, ich denke drüber nach, dass ich dich vermissen werde. Ja, scheiße, was ist denn? Bitte nicht. Na, aber das Corvin. Ist... Na, aber... Na, ja. Da, okay, ja. Was soll ich machen? Was kann ich machen, dass du... Nichts. Ich hab die Idee. Das kriegt man heute Nacht noch hin. Oh Gott. Wir gehen nachher shoppen, ziehen da weißes Kleid an und dann machen wir das. Dann machen wir was. Okay, bleib ihr, willst du mich heiraten? Nein. Was ist mit dir? Naja, aber... Nicht. Okay, warte, soll ich vielleicht auf die Knie gehen? Guck mal bei der. Bei wem? Ist das Hayley, die da reinkam? Ja. Ja, 1%ige Chance. Ich kann ja sagen, wünsche ich mir als Abschiedsgeschenk, dass ihr euch datet. Aber... Hi, ihr zwei. Hayley! Hi. Nein! Ja. Sag nicht ja! Ich muss dir was erzählen. Oh Gott, was muss man denn erzählen? Oh, hätte ich das euch nicht allen gleichzeitig sagen können, ey, wenn ich das jedes Mal wiederhole, ist es schon. Hayley, ich glaube, es ist besser, du setzt dich. Ja, setz dich. Und Hayley, hast du vielleicht irgendwie. Hast du Kabelbinder mit? Kabelbinder? Ja. Das klingt versaut. Ich brauche vielleicht ein bisschen was. Du, Hayley. Nein, bitte mach's nicht. Sprich's nicht aus. Nein. Ich zieh zurück nach Deutschland. Ich weiß auch nicht. Das ist einfach... Ich will wieder ins Dorf. Da ist es ruhig. Da ist es gemütlich. Da hat keiner eine Waffe. Da höre ich Vögel zwitschern. Da ist es friedlich. Und hier oben gibt's... Also hier, wie gesagt, beim Zwiebelfeld gibt's auch Vögel. Also, aber... Die Wohnung ist schon gemietet. Der Flieger geht heute nach. Hayley, mach was. Hayley, bitte. Jetzt bin ich echt sprachlos. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit sowas. Ja. Ich wollte euch halt Dings so sagen, also persönlich. Die Nova habe ich jetzt leider nicht erreicht, da konnte ich jetzt nur schreiben. Ich lebe ja nur in einem anderen Land. Da sagen sie alle, ich bin ja nicht aus der Welt in alten Kontakt und dann ist er weg. Ja, Corbin wird einsam sein. Er wird sich eine Katze kaufen. Nee. War euch beide noch alles in Ordnung? Nein! Ja. Nein, Ralf! Nein! Oh. Gar nichts ist in Ordnung. Überhaupt nichts ist in Ordnung. Ralf, mach was. Wie habt ihr eh kaputt bekommen? Die Sarah will, die will weg. Die will ganz weg. Wie, was? Corvin, völlig außer Fassung, Mann. Das sieht man selten. Ja, ist so. Wer will weg? Ja, ich zieh um. Ralf, hast du Kabelbinder? Ich zieh wieder nach Deutschland heute Nacht. Ja, es tut mir leid, die Flieger sind alle gecancelt worden. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ruf mal schnell beim Flughafen an. Hab ich schon. Okay. Ich hab die Idee, ich ruf das PD an, die machen alles dicht. Mein Gott, komm. Wir können ja schreiben. Sag saure mal.
Ach Gott, Corbin. Und dann kommt die Weiß. Ja. Genau. Das ist. Du scheinst dich ja richtig drauf zu freuen. Das ist das. Ganz ehrlich, ich bin froh, wenn mein Leben wieder in Sicherheit ist. Aber Sarah. Tut mir leid. Aber es ist halt so. Ich find's doof. Komm, ich habe dich schon mal besuchen. Okay. Verzeiht, aber jetzt muss ich das ultimative. Du warst schon auf Kur, du musst übrigens nicht wieder auf Kur. Ja. Weiß auf. Und nein, das, Corbin, kein Kran. Das ultimative. Was? Was tust du? Ew. Ja. Mach's weg. Reg dich das vielleicht an, da zu bleiben. Nee. Aua. Nee. Das regt mich dazu an, früher zu gehen. Nein, nein. Da geht sogar Ralf, Alter. Nein. Und das wird da auch nichts helfen, was ich vor uns gesagt habe, wenn nein. Nein, wir heiraten nicht. Auf gar keinen Fall. Was? Nein, Hayley, ich habe versucht, sie irgendwie alle da zu malten. Rennst du auch immer mit dem Kopf voraus in die Tür, oder? Na, aber. Weiß, bisher hat es nicht viel geholfen, aber eventuell. Naja, Leute, mein Flieger geht jetzt dann. Nein, ich meine, ich bin. Würdest du vielleicht noch ein letztes Mal mein Navi anweisen? Lol. Sarah, okay, Sarah, pass auf. Ich weiß, ich bin manchmal echt ein bisschen komisch, ne, und die Späße und so, ne, ich hab's verstanden. Sarah, ich verstehe das. Kannst du mir sagen, es war nur ein Spaß? Nö. Aber. Aber das ist ja nicht. Okay, jetzt ohne Scheiß. Wie kann ich dich hier weisen? Gar nicht. Aber Sarah, ich wollte auch mit dir wegen der Firma noch reden und alles. Und ich hatte da jetzt eigentlich auch für, also so ein bisschen was vorbereitet. Und ja, das tut mir voll leid mit der Firma. Aber ich denke, TJ wird sich ganz gut machen. Aber ich wollte dir auch Anteile der Firma. Da bist du schon nicht ganz allein. Aber ich wollte dir auch Anteile der Firma geben. Ich hab dir schon immer gesagt, die will ich nicht. Ja, aber hättest du schneller dein Haus gehabt. Ja, mei. Und müsstest dich nicht mehr nackig machen. Ich meine, gut, das ist natürlich sehr ansehnlich. Hallo, das habe ich gern gemacht. Ja, ich weiß, es sieht doch verdammt gut aus. Ja, ich triff da einen Gedanken. Ui! Das ist Reaktion. Hast du das gesehen? Ja, hätte mir meinen Flug fast sparen können. Das wäre aber nicht so gut gewesen. Warte mal, wer das nimmt? Nein. Warte mal. Jetzt habe ich die Idee. Nein. Vertrau mir. Komm hin. Nein.
Na, dieses. There you go. Fahr normal jetzt. Aber Sarah, jetzt mal im Ernst. All die Sachen, die sich so und. Aber. Guck mal, all das, was ich so in. Warte kurz, ich muss mich kurz sammeln. Ich hab sowas nicht alle Tage. Aber Sarah. Ja. Guck mal. Ja, halt die Klappe da drin. Guck mal, jetzt all die Zeit, die wir jetzt so miteinander, also guck mal, was wir so durchgestanden hatten. Und. Ja. Ich komme im Urlaub vorbeikommen. Ja, aber. Ob ich jetzt hier 3 Wochen auf Geschäftsreise oder was weiß ich, Schulung bin. Oder halt mal 3 Monate weg bin, das ist doch. Aber. Ich bin eh so viel weg. Aber das ist doch. Fällt dir gar nicht auf. Na, doch. Das ist. Du. Wie, du erzählst es jemandem? Du hast aber schon ziemlichen Platz bei mir eingenommen. Und. Mir bricht gerade wirklich. Oha. Das Herz, dass du gehst. Ich weiß, das ist verdammt eklig. Deswegen erzähl's niemandem. Aber Sarah, du kannst doch nicht gehen. Jetzt ist die Schlange endlich weg. Nein, ich wollte doch nie, dass die Schlange geht. Das stimmt nicht, das ist gelogen. Du wolltest das machen. Ja, okay, es gab meine Zeit, da wollte ich das Himmelarsch, das war jetzt eigentlich so. Aber, be careful what you wish. Ja, aber... Warte jetzt, Kind. Warte, warte mal, wenn ich dir eine Wimper auszerre und du mir dann was wünsche, ändert das was? Die Wimper? Na, wenn man so eine Wimper hat, kann man... Nicht. Nee. Darf ich... Sarah... Pass auf, sowas haben wir noch nie gemacht. Aber. Darf ich dich drücken? Ja. Oh Gott, ist der weich. So, Entschuldigung. Aber Sabra, du willst doch jetzt nicht wirklich gehen. Doch. Ich muss jetzt auch, der Flug geht. Weil. Okay, bevor du jetzt hier wieder anfängst, ich gehe. Nein. Robin, vielen Dank fürs Fahren und wir sehen uns. Okay. Bis denn. Tschüss. Du warst die beste Schlange ganz Los Angeles. Ooh.